بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بسم تنبوه: العربية بين يديك، الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، تأتك الدرس 30، الحوار الثالث، تدغتا ديالوك، انظر واستمع وأعد. Ich fange als erstes an und dann können wir mit dem Bruder Shahria einen Dialog machen. عادل، متى تستيقظ يوم العطلة؟ Wann wachst du im Urlaubstag oder am Feiertag auf? فيصل، أستيقظ مبكرا. Gab es Fragen? Nee, nee, ich wollte nur das sagen, aber möchtest du erstmal alles lesen oder Ja, nicht? ich lese als erstes, dann können wir einen Dialog machen. Du bist zum Beispiel Adil und ich bin dann Faisal oder umgekehrt. Schon, ne? Faisal, استيقظ مبكرا. مبكرا heißt früh. Nur متى تستيقظ أنت? Und wann wachst du auf? Adil, استيقظ متأخرا. Spät. Faisal, ماذا تفعل في الصباح؟ Was machst du am Morgen? صباح, morgen. عادل, أشاهد التلفاز. الشاور, Fernsehen. وماذا تفعل أنت؟ Und was machst du? فيصل, أقرأ صحيفة أو كتابا. Ich lese eine Zeitung oder eine Seite. Man kann zum Beispiel Sahifatan min al-Quran sagen, eine Seite vom Koran. Und man kann es auch als Zeitung nennen, Sahifa. Adil, aina tusalli al-Jum'ah? Wo betest du den Freitagsgebet? Faisal, usalli al-Jum'ah fil Masjid al-Kabir, in der großen Moschee. Kabir heißt groß. Akbar, größer. Al-Akbar, das Größte. Genauso Sarir zum Beispiel, klein. Al-As oder Asgar, Asgar, kleiner. Al-Asgar, das Kleinste. Wa aina tusalli anta? Und wo betest du? Adil, usalli fil Masjid al-Kabiri, aydan. Natürlich, wir sagen Kabiri, weil das Sifa ist. Sifa heißt Eigenschaft. Und das ist die Eigenschaft von der Moschee. Al-Masjidi, Präposition, ist im Majrur, wegen der Präposition fi, in. Und Al-Kabir, Adjektiv. Und dann Aydan, auch. Gibt es hier Fragen? Erstmal nicht, Alhamdulillah. Okay. Dann fangen wir mit dem Dialog an. Ich bin Adil und du bist Faisal. Meta tastayqidhu yawm al-utlati? أستيقظ مباركة مبكرة أستيقظ كنو أستيقظ مبكرا أستيقظ مبكرا نعم ومتى تستطيع ومتى تستيقظ أنت؟ ومتى تستيقظ أنت؟ نعم أستيقظ متأخرا Jetzt machen wir hier. Du bist dran. Enter. Okay. Also machen wir jetzt den zweiten Dialog. Genau, den zweiten. Al-Thani, Al-Hiwar Al-Thani. Aber du bist jetzt Adel oder ich bin Adel? Ich bleibe Adel. Ich bleibe immer der Blaue. Du hast gerade gelesen, einer Tusalli, oder? Wir sind jetzt bei Faisal Mazatafalu in der Mitte, da wo dieser mit der Spotlight ist. Achso, Entschuldigung, ich dachte, wir hätten das gerade gelesen. Entschuldigung, du hast runtergescrollt, okay. Ja, genau, genau. Entschuldigung. Mada taf'alu fis sabah? Nein. Ushahidu tilfaza. Wa mada taf'alu anta? Aqra'u sahifatan. أقرأ صحيفة
أو كتاباً. ممتاز. عادل، oder أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. أصو. نكمل. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. Bei dem, was du gesagt hast, أصلي الجمعة. Warum sagen wir جمعة und nicht جمعة oder جمعتي؟ Weißt du das? Also أصلي الجمعة، weil das ist ein also das Subjekt bin ja ich. Ich Genau. bete und das Fatha an dem Wort drückt aus, dass es ein Objekt ist in dem Satz. Genau, richtig. Akkusativ sozusagen. Mef'ul bihi. Auf Arabisch sagen wir Mef'ul bihi. Der Mef'ul bihi. Subjekt, im Arabischen wird Fa'il genannt. Fa'il. Man muss verlängern. Also mit dem Apostroph da. Fa'il. Und der Akkusativ ist dann Mef'ul bihi. Mef'ul bihi. Also ich kenne andere Begriffe. Ich kenne für Subjekt, glaube ich, Rafa, Nasab, Jar. Also Nee, Nasab. das sind die Zeichen. Das sind die Zeichen. Ah. Also der Fa'il ist Marfu', Rafa. Und der Maf'ul bihi ist Mansub, Nasb. Also durch die Fetha oder den Ya zum Beispiel. Und der Majrur, also den Jar, ist der Zeichen der Kessra. Okay, dann gehen wir zur nächsten Seite. نذهب إلى الصفحة التالية. Oder Ustad Mohammed, können wir vielleicht nochmal die Übersetzung durchgehen? Also ich habe, es war ein bisschen schnell für mich. Also weil, wenn Adil sagt, Mata tastayqidhu yawmal utlah, also am Tag, also yawmal utlah war Urlaubstag, oder? Genau, richtig. Yawmal utlah, und was heißt Mata nochmal? Mata wann? Mata wann? Und Genau. also was heißt nochmal Testarido? Testarido, aufwachen. Also aufwachen. ente Testarido. Der Infinitiv ist Tei Ka Wa. Istayqadha. Das ist eine Testarido. Vergangenheit für er. Also er wachte auf. Genau, er ist aufgewacht oder er wachte auf, ja. Und dann eben yastayqidhu, astayqidhu, tastayqidhu, nastayqidhu, tastayqidhina, anti, tastayqidhina. Oder in der Vergangenheit zum Beispiel, istayqadha, hiya istayqadhat, ana istayqadhtu, nahnu istayqadhna, أنت استيقظت أنت استيقظت. Also in der Vergangenheit ist es immer am Ende, dass wir dann öfters T haben zum Beispiel. T für أنت, T für أنت, تو für أنا, na für نحن, T, dieses استيقظت mit dem Sukun, für hier zum Beispiel. Also wenn man übersetzt, Mata tastayqidhu yawm al-utlah, wann stehst du auf? Also wann stehst du auf, am Urlaubstag oder am freien Tag? Und dann sagt man astayqidhu oder ustayqidhu? Astayqidhu, weil ich. Dieses Ich hat immer ein Fetha. Akulu, astayqidhu, ashrabu, usalli ist was anderes. Usalli ist hier anders. Okay, also nur das U ist sozusagen am Ende, aber am Anfang ist A. Genau. Also die Verben allgemein, die Verben allgemein in der Gegenwart haben immer einen Dhamma am Ende. Das ist deren Besonderheit. Nur durch einige Wörter, wie zum Beispiel sowas wie aber oder so, die man später lernt, ändert sich dann die Harak am Ende, dass er dann Fetha bekommt oder Sukun bekommt.
Okay. Ah, okay. Und also, was heißt nochmal Mubakira? Mubakkiran früh, Früh? mutaakhiran spät. Ah, Mubakiran früh. Ich schreibe mir das mal auf. Mubakki, mubakkiran. Mubakiran und Mutaakhiran. Genau. Okay, also Mata, das der Ridu, Jomel, wann stehst du am Urlaubstag auf? As der Ridu, Mubakira, ich stehe früh auf. Wamata, das der Ridu, Enter, und wann? Und wann stehst du auf? As der Ridu, Mutter. Achira, Mutter Achira, ich stehe spät auf. Genau. Dann Der beim und auch. nächsten, Mada Tafalu, also Mada, was machst du? Also gibt es einen Unterschied zwischen Ma und Mada? Na. Mada ist sowas. Ma ist, hat mehrere Bedeutungen. Also da kann man vieles dazu sagen. Und also Deswegen. Ma ist ja auch Frage, also Ma Ismuk, oder was ist der Name Ma Ismuk? Aber hier könnte man auch sagen Mother Ismuk. Ma ist Muka. Aber man kann Ich nicht habe sagen das jetzt nicht. Mother. Also hier könnte man nicht sagen Ma tafalu. Hier Ah, müsste man okay. sagen Ma tafalu. Okay, aber das heißt, im Deutschen würde man das gleiche Wort benutzen, was, aber im Arabischen sagt man zu bestimmten Situationen Ma und anderen Mada. Genau. Weil Ma kann auch gleichzeitig als Negation benutzt werden. Zum Beispiel Ma sharibtu, ich habe nicht getrunken. Ah, okay. Also gleiches Wort, Oder aber unterschiedliche Verwendung. genau. Also, Mada taf'alu fi sabah. Was machst du am Morgen? Ushahidu tilfaza. Ushahidu habe ich vergessen, leider. Shahidu schauen, Telfas Fernseher. Ushahidu schauen. Und Telfaz. Telfas. Fernseher, Tilfas, Fernseher, Wamada taf'alu anta, und was machst du? Dann sagt Faisal, Akra'u, ich lese Sahifatan, ich lese entweder Zeitung oder eine Seite, au Kitaba, oder Also ein Buch. hier ist mit Sahife Zeitung gemeint, also nicht eine Seite, eine Ah, okay, Zeitung gemeint. sorry. Aber ich meinte eben, dass man das Wort auch als Seite benutzen kann. Ah, okay. Und dann habe ich eben das Aqra'u. Beispiel gesehen, dass ich zum Beispiel sage, Aqra'u Sahifatan min al-Quran. Also ich lese eine Seite vom Koran. Aqra'u sahifatan au kitaba. Also, ich lese Zeitung oder ein Buch. Und dann eine Tusolli Juma, wo betest du das Freitagsgebet? Usolli Juma fi Masjidil Kabir. Ich bete Juma, also das Freitagsgebet, in der größten Moschee. Wa aina Tusolli Ante. In der großen Moschee. In der Ach so, großen Moschee. ich dachte, Al-Kabir ist Superlativ, also die größte, dachte ich. Nee, wir sagten Kabir. Ich schreibe das nochmal. Kabir ist groß. Und Groß. Ekber ist größer. Und El-Ekber ist das Größte. Ah, okay, aber wenn vor Kabir ein Al steht, heißt das nicht automatisch, dass das. Ach so, Na, das. du musst dann noch Al-Wazn-Ef'al machen. Also wir haben eine Waage, die heißt Ef'al. Und die Verben oder die Adjektive, die müssen dann alle so ähnlich sein. Wie zum Beispiel Sarir, Asghar. Genauso wie Ef'al. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein.
Aber das meistens muss dann eben Eckwörter sein, und wenn das nicht geht, da geht, also man geht noch da in richtige Details. Also wenn das Wort mehr Buchstaben hat als sonst, als normal, dann ändert sich das. Okay. Und wenn man sagt, also das Al bei Kabir ist da, weil das Wort Al-Masjid vorher auch ein Al hat, oder? Das muss zusammenpassen, deswegen hat es Genau, ein Al. genau. Genau. Ah, okay. Also das Al hat mich ein Damit es bisschen Adjektiv. irritiert. Und damit es Adjektiv ist, muss es dann eben gleich sein in der Bestimmung, also dass es bestimmt ist, und dann muss das Adjektiv auch bestimmt sein. Das Wort ist zum Beispiel Muzakkar, männlich. Da muss auch das Adjektiv männlich sein. Wenn es weiblich ist, dann weiblich. Wenn es Singular ist, dann muss es Singular ist. Wenn es Dual ist, dann Dual. Und wenn es Plural ist, dann Plural. So, Usalli Jumata fil Masjidil Kabir. Ich bete das Freitagsgebet in der großen Moschee. Und wa aina tusalli ant, wo betest du? Usalli fil Masjidil Kabir Abda oder Aida. Eidon, genau, auch. Aiden, ich bete. Ah, ich bete auch. Aidan. Ah, okay. Aidan heißt auch. Aidan. Also ich bete auch in der großen Moschee. Genau, richtig. Könnte man auch Noch. kurz sagen, also wenn man nicht sagt, ich bete auch in der großen Moschee, aber wenn man sagt nur ich auch, dann Anna Aidan, könnte man auch sagen Anna Aidan. Genau, eine Aidan oder Usalli Usalli Aidan. 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 Wenn man jetzt sagen würde, Usalli Aidan, ich bete auch, dann würde man nicht sagen, wo man betet. Deswegen eine Aidan, ich auch. Eine Aidan, ich auch. Okay, das ist so kurz, wenn man das kurz fasst. Natürlich sollte man das Eine nicht machen. Also wenn man eine Sprache lernt, sollte man immer die schwerste Richtig, richtig. Lösung benutzen. Auf jeden Das Fall. macht man Aber auch, wenn einfach man zum Deutsch. Verständnis, wie man das Wort Aidan auch nutzen kann. Deswegen habe ich nur Okay, gefragt. Also. genau, ja. Jazakallah Dann gehen wir so, oh, ja, komm. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Inshallah. Nadhhab ila al-mufradat al-ard. Unzur, wastami', wa'id. Ladaina kitab. Ma ma'na kitab? Kitab ma'nahu Buch. Buch. Aعطيني جملة. Ach so, gib mir einen Satz. Kann man sagen, Urido Akra al-Kitab? Da fehlt noch etwas. Urido n, weil du benutzt ein Modalverb. Und im Deutschen zum Beispiel, wenn du ein Modalverb benutzt, dann geht der Verb ganz am Ende. Im Arabischen Ja. benutzen wir n. Uridu n aqra, weil wir den n benutzt haben und nicht aqra'u. Kitaben. Uridu an aqra'a kitaban. Man könnte auch sagen, zum Beispiel, el-kitabu mufidun. Das Buch ist nützlich. Oder Adjektive, die wir benutzt haben. Hadha kitabun saghir. Hadha kitabun kabir, zum Beispiel. Oder hadha kitabu ahmar, rot. طيب. Sahifa. Ma ma'na sahifa? Sahifa, ma'naha Zeitung. Na. A'tini jumla. Hada, oder hadihi Sahifatan, هذه صحيفة كبيرة ولا هذه صحيفة أم صحيفة؟ هذه صحيفة كبيرة نعم، كبيرة هذا ممتاز. هذه صحيفة كبيرة أو كبيرة كما أو تطلق. كبيرة
Okay. Hadhihi nochmal, also hadhihi sahifatun kabiratun. نعم. تلفاز، ما معنى تلفاز؟ تلفاز معناه فرنسا. فرنسا. أعطني جملة. هذا تلفاز صغير. هذا تلفاز صغير. نعم، ممتاز. هذا natürlich. يا oder ich versuche mal, هذا تلفاز صغير oder نعم، هذا تلفاز صغير. ممتاز. الحمد لله. natürlich. wenn ich sage اعطني جملة، dann benutze ich das Wort gib mir. also أعطى، أعطى ist das Infinitiv. يعطي هو يعطي. تعطي، نعطي، أعطي. Und wenn ich den Befehlswort sage oder benutze, أعطي، أعطي. Okay. طيب، الآن يشاهد، ما معنى يشاهد؟ يشاهد. Ich muss mir überlegen. يشاهد. Heißt das, ich muss kurz überlegen. يشاهد. Weißt du, was Ein bedeutet? Ein. Ja, Ein. Ein heißt Auge. Genau. Yushahid bil Ein. Also sehen mit dem Auge? Genau, richtig. Yushahid heißt sehen oder schauen. Ah, schauen. Yushahid. Yushahid, also heißt, aber das ist jetzt, achso, das ist jetzt Gegenwart und er schaut, oder? Genau, er Yushahidu. schaut. Also Yushahidu ma'naha, oder Yushahidu ma'nahu. Schauen. نعم، أعطني جملة. Überlege kurz. Ich muss mal kurz überlegen. Man kann zum Okay. Beispiel sagen, er schaut das Bild. Ich wollte eine sozusagen andere Person nehmen. Ich habe kurz Okay. überlegt. Also wenn man sagt, wir schauen, dann wäre Nushahidu, oder? نشاهد، نعم. Nushahidu, Nushahidu, Al-Qamar. نشاهد القمر. ممتاز. أو الهلال Nushahidu Al-Qamar. زum Beispiel. Nushahidu Al-Hilal. genau. طيب، الآن شيخ يوسف، تأخرت، أين كنت؟ لا اسمه نوتوبر وقفت. أوكي، تمام، وفيك. دان، الصباح، ما معنى الصباح؟ أنا أو يوسف، أخي يوسف، أنا أو يوسف. أنت. أوكي. الصباح معناه der Morgen. نعم، الصباح، also der الصاد hat den شدة und der باء hat mal ein فتحة. صباح. Also الصباح، also الصباح معناه der Morgen. نعم، أعطني جملة. الصباح الصباح جميل، ولا الصباح جميل؟ نعم، الصباح جميل. نعم. الصباح جميل. طيب، الآن كبير، ما معنى كبير؟ كبير معناه غوص. خوص. هات جملة.
Was heißt nochmal hat? Hat, a'tni. Gib, auch. Also es, kann man sagen, a'tini Jumla und hat Jumla. Genau, richtig. Ah, okay. Also, hada maida kabirun. Maidatun. Achso, maidatun. Tisch. Kabiratun. Nein, maidatun kabiratun. Da muss man sagen, hadi. Genau, hadi. Also, wenn ich sage, dieser Tisch, hadihi maidatun kabiratun. Genau, richtig. طيب الآن مبكرا ما معنى مبكرا؟ مبكرا معناها مبكرا معناه früh. Früh. أعطيني جملة. Okay. Also, wenn ich sage, Yusuf, istayqadhu mubakkira? Istayqadha. Istayqadha. Yusuf istayqadha mubakkira. Nein. Mubakkira. Genau. طيب, الآن متأخرا. ما معنى متأخرا? Jetzt überlegen. Also, wenn ich sage ich, dann muss ich sagen ustaykhidhu, oder? Astayqidhu. Also, wenn man sagt istaykhidhu, dann ist er, oder? Yes, jetzt in der Vergangenheit meinst du? Nee, Gegenwart. Yes, istaykhidhu. Bil ya, mit ja. Achso, yes, istaykhidhu, stimmt. Yastaykidhu, und wenn ich sage ich, astaykidhu. Genau, richtig. Astaykidhu mutaakhira. Nein, astaykidhu mutaakhira. Damit du unterscheiden kannst, wann ich sage und wann ich u sage, achte, dass bei yushahidu der zweite Buchstabe eine Haraka hat. Yushahidu. Genauso bei yusalli. Das Wort hat ein Fetha. Aber bei Estayridu zum Beispiel, der zweite Buchstabe hat ein Sukun. Oder Ektubu, Eshrabu, Akulu. Das alles hat Sukun. Und deswegen glaube ich, Wallahu alam, benutzen wir beim Anfang R. Aber wenn der Buchstabe, der zweite Buchstabe, eine Haraka hat, dann benutzen wir U. Also Haraka ist für dich, also Dehnung, also länger, oder? Haraka, also eine... Ein Fetha, ein Kesra oder ein Ba, das ist Haraka, eine Bewegung. Das Gegenteil von Haraka ist Sukun. Ah, okay. Sukun ist, wenn man einen Punkt hat oder diesen Kreis da und dort stoppt man. Das Gegenteil von ihm ist Haraka. Und Haraka ist entweder A oder I oder U. Fetha, Dhamma, Kesra. Also wenn hat's, dann machen wir U, oder? Genau, wenn eine Haraka hat, wie Yushahidu, dann geben wir einen Dhamma. Yushahidu. Usalli. Aber wenn es Sukun hat, Estayqidhu, Aktubu, dann Fetha. Dann gehen wir runter. Wir haben noch 6 Minuten Zeit. تدريب أجب عن الأسئلة باختصار beantworten die Fragen in Kurzfassung من يستيقظ مبكرا شيخ شهريا من يستيقظ مبكرا من يستيقظ مبكرا also wer steht früh auf wer steht früh auf und in dem Text war das gleich Faisal. Faisal yastayqidhu mubakkira. Mumtaz, naam. Raqam 2. Man yastayqidhu mutaakhiran. Man yastayqidhu mutaakhiran. Wer steht spät auf
Adil yastayqidhu mutaakhiran. Mumtaz. Thalatha. Man yaqra'u kitaban? Man yaqra'u kitaban? Wer liest ein Buch? Oder wer liest ein Buch? Adil yaqra'u kitaban. Adil yushahidu at-tilfaz. Okay, Adil yushahidu at-tilfaz. Faisal yaqra'u kitaban. Mumtaz. Arba'a. Man yushahidu at-tilfaz? Man yushahidu at-tilfaz? Adil yushahidu at-tilfaz. Mumtaz. Khamsa. من يقرأ صحيفة؟ من يقرأ صحيفة؟ Wer liest die Zeitung? Also ich glaube, das war Faisal. Faisal يقرأ صحيفة. ممتاز. رقم ستة الأخير. من يصلي الجمعة في المسجد الكبير؟ من يصلي جمعة في المسجد الكبير؟ فيصل وعادل. Jetzt muss ich aufpassen. Warte mal, nicht sagen. Lass mich sagen, ich muss kurz rausfinden. خذ وقتك. Man sagt, خذ وقتك. Also nimm deine Zeit. Nimm dir Zeit. Okay. Also, Yusolli, also das ist jetzt Präsens wegen you und wir müssen praktisch den, also warte mal, ich muss kurz überlegen, also das, was mich irritiert, ist dieses Jahr, weil das Jahr verändert sich, oder ich muss kurz überlegen. Das wird sich nicht verändern. Okay, bei dem Verb kann ich dir helfen. Wenn du willst, kann ich dir helfen beim Verb. Ja, also ich wollte, also wenn man sagt sie, dann wird das ja una das Ende, oder? Am Anfang ändert sich nichts. Das ändert sich am Ende. Da fügt man ein Elif mit einem Nun hinzu für Dual und ein Wow und ein Nun für Plural. Also Una am Ende. Plural. Aber hier sind ja zwei Leute. Deswegen, Dual, Ani, also Ani. Genau. Stimmt. Yusalli Yani. Ach, Yusalli Yani. Okay. Ich hätte fast gesagt Yusallani. Nee, dann hättest du den Ja gelöscht. Yusalli Yani. Yusalli Yani. Okay, wie sagt man den Satz? Also Yusuf, Entschuldigung, also Adil. Ganz kurz, damit Yusuf auch ein bisschen nachdenkt. Ich glaube jetzt, Shahria, wenn er eine Jumle Ismiya sagen wird, dann musst du mit der Jumle Fi'aliya kommen. Okay? Wenn er mit der Jumle Fi'aliya kommt, dann musst du mit Jumle Ismiya kommen. Damit du schon Bescheid weißt. Okay, wir hören dir. Wir hören nicht zu. Oder dir zu. Okay, also, Adil. Wie heißt er nochmal? Faisal. Adil wa Faisal yusalliyani al-jummata fil masjid al-kabir. ممتاز. الآن يوسف, sag mir die Jumla al-fi'liya. Da musst du durch, Bruder. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Okay, dann erkläre ich das nochmal. Jetzt, unser Bruder Shahria hat gesagt, Adil wa Faisal yusalliyani. Warum haben wir jetzt gesagt yusalliyani? Warum? Weil Adil und Faisal ist Mubtada. Der Verb ist Khabar. Und somit ist dann der Satz vorbei. Adil wa Faisal yusalliyani. Hier wäre der Satz voll oder zu Ende. Jetzt, Yusalli
ist auch ein Verb. Das bedeutet, da fehlt ein Fa'il. Und wenn es zwei sind, dann müssen wir noch was hinzufügen. Yusalliyani. Kapiert? Fi al-Masjid al-Kabir. Jetzt, ich sage dann die Antwort, weil die Zeit knapp ist. Vielleicht wird es aus. Geht's aus. Wenn ich jetzt direkt mit dem Verb anfangen möchte, dann sage ich Yusalli fi al-Masjid al-Kabir Adil wa Faisal. Oder Yusalli Adil wa Faisal fi al-Masjid al-Kabir. Oder als Pronomen Yusalliyani fi al-Masjid al-Kabir.